jetzt wird's einfach nur kacke. Okay. Okay. Gut. Was hat denn eigentlich hinter mir geknallt? So, wir haben es geschafft. Also, da war bloß eine. Mine an der Seite. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Na, sag mal. Okay, den haben wir auch erledigt. So. Da war noch einer. Was haben wir denn hier so Schönes? Das ist blau. Also, ich weiß nicht genau, ob das eine 88er sein soll. Normalerweise gibt es da eine Nummer größer als 88. Kaliber 88. 10, noch was, glaube ich, war das. Komm schon, gib mir. So, genau. Ja, am besten gehst du ins Geschütz ran, Kumpel. Ja, geh mal ran. Wäre interessant. Okay, doch nicht. Ich hoffe, der geht ans Geschütz ran. Und die waren nämlich stationär, die Flachs. Ihr könnt aufhören, auf die Flachs zu schießen. Meine Güte, ich bin doch hier schon dran, ne? Wie sie so tun, als wenn sie eine Daseinsberechtigung hätten. Schießen sie mit normalen, gewöhnlichen Waffen drauf. Also, ich habe nochmal reingeguckt, eine 12-8er. Jetzt fahren sie durch, weil wir die Flachs zerstört haben. Eine 12-8er könnte das gewesen sein hier. Wobei die schon sehr. Das sind die größten Flachs, die die Deutschen hatten damals. Oh, deutsche Scharfschützengewehr. Sehr schön. Ansonsten gab es noch eine 10-5er. Das war wohl, ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber das muss auch sowas wie die 8-8er gewesen sein, aber die war, glaube ich, nicht in Benutzung gewesen. So. Gute Arbeit, Sergeant. Dann können wir uns jetzt ja um die Minen kümmern. Darf ich jetzt mit aufsteigen? Ah ja. Na, dann macht mal. Da sind nur Ketten vorne dran, ja. Das noch nie gesehen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ausreicht. Ihr seid so ein paar faule Säcke, anstatt ihr mich jetzt mal reinlässt wieder. Nein, das soll ich gleich anlaufen. Wie so ein Schwungsfilm. Schaut mal an, das dauert ja ewig. Oder? Au. Ah, es ist das Auto durchgefahren, na toll. Ja, ist ja gut. Oh, ey, muss ich den jetzt echt. Kann ich da nicht irgendwo mit drauf springen? Da, hier seht ihr das sozusagen. Kriegt bestimmt Schaden, wenn ich da vorne an.
echt im Zeitlupentempo hinterherfahren. Das scheint so. Hier sind die beiden einzigsten Idioten, mein Kumpel. Ein paar Idioten laufen mal hinterher, ey. Okay, ich glaube, mehr habe ich auch schon. Hä, ist doch nicht fett, oder nicht? Ich glaube, das war's auch schon. Mehr habe ich nicht gespielt. Oh, 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 oh. Alter, okay. Aber wir müssen anscheinend ein bisschen aufpassen. Verdammt! Wir sind geht die Mama schon mal. Ja. Übrigens habe ich meinen Panzerschreck gar nicht genutzt, war. Hab ich den noch? Ja. Haben wir ja schon weggenommen. Oh, was war das? Ich glaube, das ist eine Sandwolke, war. Hallo. Eine 20er. Sah 29er aus, oder? 20 mm Aufwitze. Halt her. Jupp, das ist eine 20er mm Aufwitze. Aua, was? Oh. Unsere Leute, oder? Ob die gerade schieße. Ja. Ich gehe einfach weiter, ignoriere das mal gänzlich. Was ist der Turm? Ist hier leer? Die überraschen uns auch gleich, oder? 100%. Okay, was ist da jetzt los? Schaffen Sie Ihre Jungs her und reparieren Sie die verdammte Kette! Verdammt, das war eine Mine! In den Unterlagen, die Sie gestohlen haben, steht, dass das hier ein Munitionslager der Deutschen ist. Gehen Sie rein und jagen Sie den Laden hoch. Wir kümmern uns um diesen Schrotthaufen. Und jetzt ist euch da rein? Das ist doch... Alles klar, ich weiß wo lang. Okay, Scharfschützengewehr ist, denke ich mal, jetzt nicht so praktisch. Leben brauche ich nicht, aber ich bräuchte mal ein bisschen... Ach, das Granaten habe ich ja auch nicht, ey. Okay, schleichen wir uns mal ein bisschen. Dass wir ein bisschen sneaky bleiben und die uns noch nicht gleich hören. Haha, damit habt ihr nicht gerechnet, ich weiß. Viel Munition habe ich nicht mehr, ist gleich alle. Der Vorteil ist, dass die immer nicht wissen, dass ich jetzt gleich um die Ecke komme und deswegen rennen die mir mal schon vor die Flinte, was sehr praktisch ist. Wo einer mal das trotzdem registriert hat. Okay, der war jetzt einfach nur doof. Okay, da oben scheint erstmal noch alles clear zu sein. Oh, der liegt noch.
Okay, dann einmal nach oben. Ich denke mal, ich muss auch da oben lang. Schon gesehen, dass da ganz viele drin sind. Boah, ich muss niesen. Entschuldigung, Freunde. Ach, ich hoffe, das war nicht zu laut, ey. Mann, ich habe keine Granaten. Ich habe gestern auch keine Granaten. Waffe fallen lassen! Wo schießt er denn? Ah, da. In seine scheiß Hand geschossen. Jetzt haben wir Granaten. Jetzt hier wieder mehrere Wege. Das scheint so. Aber ich gehe jetzt nochmal den anderen Weg. Geht's hier links nochmal lang, wa? Oh, verdammt! Ja, warte mal. Wo ist denn hier lang? Das war einfach bis nach MP-Stellung. Wo wieder ein paar Deutsche auf einen einfach nur zugerannt kommen. Das ist ja gar nichts. Hier kann man wieder nicht raus aus der Notfallluke. Na gut. Na klar. Jetzt übertreiben sie es aber ein bisschen, oder? Na egal. War eigentlich irgendwo noch Leben gewesen? Da war ich vorhin gewesen an dem Bunker, aber ist nicht mehr weiter. So, ich schleich mal ein bisschen. Okay, es ist eigentlich ist es Schwachsinn, weil ich so viel Krach, wie ich hier allein schon mache mit den Rumgeballer, das die mich ja schon lange gehört haben. Die haben mich nicht gesehen, eben in dem Moment, wo ich so kurz mal um die Ecke geloopt habe. Haben wir da was drin? Schlafsäle, aber das sehe ich keine Gegner. Okay, ich komme auch nicht rein. Oh, alter Schwede, habe ich da viel erwischt. Okay, hier auch nicht. So, wen haben wir denn hier? Erwischt. Das dachte ich mir. Na, da kommen sie doch. Da einfach ein Sekündchen länger warten sollen. Oh, sie hat getroffen. Ich dachte schon, dass ich da eben zu weit nach links geworfen habe, dass die scheiß Granate wieder nach vorne abgebreitet ist. So, jetzt wird die Munition knapp. Vielleicht wieder ein Enkel wieder zu kommen. Ja. So, hier geht's nicht weiter. Sag ich ja. Hier sind sie nämlich gerade die ganze Zeit gespawnt wieder andauernd. Ach du Scheiße, Munition. Bevor ich das mache. Oh yes, Granaten hat gekriegt. Bevor ich das mache, muss ich erstmal hier vergewissern, dass ich alles habe, ja. Okay. Alter, wegrennen! Ich bin in Ruhe, Alter. Ich hab gar keine Ahnung, was hier gerade passiert. Toll. Und hier raus?
Was? Wo muss ich lang? Einfach hier rüber oder was? Hä? Nee, so ist es nicht gedacht. Ich bin falsch! Ja, ist doch klar. Bin ich falsch gewesen? Irgendwie ging es nicht. Vielleicht hätte ich einfach nur. Ah, okay. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht zum Beispiel einfach hier durch. Genau. Sieht doch sehr gut aus. Wow, wow, wow. Mach doch was. Schieß doch mal mit, ihr Idioten. Und? Jawoll. Ah, schade, man hat die Explosion nicht mehr gesehen. Aber das war schon mal ganz gut. Ups. Wow. Schön, Sie zu sehen, Baker. In dieser Festung sind britische Kriegsgefangene. Ich will, dass Sie da mit ein paar Jungs reingehen, die Briten befreien und die Festung sichern. Anschließend treffen Sie sich mit unserem Mann vor Ort. Er heißt Klaus Kneffler. Der Kerl ist ein Geheimagent. Er bringt Sie in den Hafen, ohne allzu großes Aufsehen zu erregen. Das Bergungsteam ist schon bei den Booten. Private Pitt zeigt Ihnen den Weg. Folgen Sie mir, Sarge. Klaus Kneffler. Das ist der Name. Toll, toller Soldat. Gleiche Sturm. Ich wollte jetzt mal lang hier. Die Station ist noch zu. Macht aber nicht keinen Sinn. Weil die spawnen da wieder. Immer und wieder. Oder? Wieso? Ein bisschen rüber ist es jetzt. Ja, ich gehe schon hier auf den. Oh, ah. Na klar. Mann, wenn wir so paddeln, wo sind eigentlich die anderen? Ach, ich hab's gerade nicht gesehen. Wahrscheinlich versenkt worden. So, ich sollte mal. Wie jetzt? Ich hab Granaten! Oh! Und MG. Und M1 Garant. Was machst du da? Ich bräuchte Munition jetzt mal langsam. Vor mir. Sehr nett von dir, macht aber Platz. Okay, die dürften uns öffnen, ich aber nicht. Wer da? So schön mitten an der Front. Ach, das. Springen da, ne? So langsam hat sich hier mit dem Huhn aus. Dann geh du mal vor. Du bist so ein Arsch. Ey, dass die Deutschen das einfach nicht mitkriegen. So. Wurde auch Zeit, dass die Yankees endlich auftaucht. Habt ihr verschlafen oder was? Oh, immer cool sind sie. Immer cool. Kommt gar nicht immer in den Tüten, dass sie Angst haben oder sowas. Ja, Waffen gibt's aber keine. Ich hab selber keine. Munition mehr. Oh. Okay, dann okay. Zeigen wir es den Bastarden. Pistole. Deutsch. Ah. Oh,
Oh, yes. Was? Boah, das ging nicht, Alter. Oh. Den habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben wir ihn jetzt endlich? Danke. Jetzt geht's gut. Ah, ist noch wer? Ey, schießt bloß. Ich glaube, die kommen ja auch unendlich, kann das sein? Ja, ja, bla bla bla. Italienisch. Okay. So. Ja, ja, mach. Ich könnte auch mal was machen. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Alter. Oh, das ist schon ein Deutscher. Mehr oder so. Ist hier ein Italiener? Ich weiß es ja nicht. Aber ich brauche jetzt trotzdem mal ein Leben. Ich habe nur noch einen von den Briten über. Was wohl? Ihm, Alter. Wo kam der überhaupt her? Nee, 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 nee. Feuer! Also, die Pistole scheint aber schlecht. Den habe ich mitbekommen. Oh, Alter. Ah. Habe ich ihn jetzt mal? Jetzt, meine Güte. Jetzt habe ich an der MP40 genug Munition. Oder ausreichend Munition. Genug ist es auch nicht. Drücken die sie auf ihre Waffen? Ein bisschen sparsamer sein jetzt. Mal eben. Wie kriege ich hier nichts mehr? Jetzt habe ich mal wieder MP40 Munition bekommen. Nee, 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 nee. Das Becken ist nicht, mein Freund. Das müssen unsere sein, wie gesagt, ja. Perfekt. Alter. Ist jetzt abgehauen, der Penner? Oh, da waren noch ein paar mehr.